Ab sofort ist der öffentliche Nahverkehr in Elbe-Elster auch bargeldlos nutzbar. Nach einer Testphase seit vergangenen Sommer fiel nun in Finsterwalde der offizielle symbolische Startschuss für das bargeldlose Bezahlen in den Bussen des Nahverkehrs. Den symbolischen ersten Fahrschein löste Landrat Christian Jaschinski. Begleitet und unterstützt wurde die Ausstattung der über 200 Busse des Verkehrsmanagements Elbe-Elster von der Sparkasse. Neben der Erhöhung der Kundenfreundlichkeit durch die Einführung der elektronischen Bezahlmöglichkeit wird auch das Fahrpersonal durch die schnellere Abrechnung entlastet. Insgesamt betreibt die Verkehrsmanagement 34 Buslinien zwischen Torgau, Senftenberg, Luckau und Gröditz. Jährlich werden in Elbe-Elster rund 2,8 Millionen Fahrgäste befördert.